Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Heute geht es wieder um eine kleine Levelrunde mit einem ganz besonderen Thema, denn ihr habt ganz, ganz oft geschrieben, ihr würdet super gerne nochmal über Mobbing reden. Und es ist so ein großes Thema, dass ich dachte, heute sprechen wir nochmal darüber. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now with arms around me like a Ja, wie ihr seht, befinde ich mich hier auf der Starshine Ranch und ich beginne hier meine Levelrunde. Wir machen direkt alle Rennen, halt, bleib stehen, so, zack, alle Rennen hintereinander, weil es so schön ist. Und ich denke, dann werde ich entweder die Fear Growth Rennen machen oder mal schauen. Ich weiß es noch gar nicht so genau, ich habe mir noch keinen richtigen Plan gemacht. Ihr habt mir aber so wunderbar in die Kommentare das letzte Mal geschrieben, was für Level-Routen ihr macht und so weiter und so fort. Und das finde ich ganz, ganz klasse, dass ich da so viele Auswahlmöglichkeiten habe, die ich da machen kann. Außerdem habt ihr mir sehr, sehr viele Themen in die Kommentare auch reingeschrieben, über die wir quatschen können, worüber es ja auch eigentlich in dieser Levelrunde gehen soll, dass wir öfter mal über irgendwelche Themen sprechen, die uns interessieren. Das meiste, was mir jetzt aufgefallen ist in dem letzten Level-Video, ist das Thema Mobbing tatsächlich. Und es ist so super krass, dass das immer noch so aktuell ist. Ich bin wirklich mega, mega verwundert, dass das so ist. Wir hatten das Thema ja schon wirklich sehr, sehr häufig, wirklich oft. Und es ist aber immer noch ein Thema. Es ist einfach unglaublich. Und mir wurde auch, ich weiß gar nicht richtig, wo ich anfangen soll, fällt mir gerade mal auf. Ja, also generell erstmal das Thema Mobbing. Heute hier Thema Mobbing in Star Stable. Weil das anscheinend auch noch aktuell ist. Und das Thema Clubs mobben. Clubs? Und das Thema, oh Gott, ja, das ist ganz schön viel irgendwie. Bei Horse Riding Tales wird auch im Chat gemobbt, weil man ein niedriges Level hat. Und anscheinend auch hier so in Star Stable, dass Anfänger auch gemobbt werden. Ich weiß nicht. Ich kann damit nicht so richtig was anfangen insgesamt. Fangen wir mal einfach damit an, dass Spieler gemobbt werden, die ein niedriges Level haben. Oder wie hier vielleicht manchmal auch keine Star Rider sind. Jetzt stelle ich mir selber erst einmal die Frage, wo fängt Mobben überhaupt an? Was denkt ihr, wo Mobben generell anfängt? Und warum kann mein Pferd hier nicht lang? Das wird auch gemobbt hier von der Rennstrecke. Das ist ja echt ganz schön fies. Ja, weil manchmal glaube ich, vielleicht sind wir auch bei einigen Sachen einfach ein bisschen zu sensibel. Und denken dann einfach, oh, jetzt hat hier irgendwie was nicht so Gutes gesagt, was vielleicht auch gar nicht böse ist. Und das ist dann schon gleich Mobben. Das ist jetzt natürlich nur eine Behauptung von mir, das weiß ich nicht, weil ich ja nicht dabei bin. Aber das wäre jetzt natürlich die Frage, was sagen denn überhaupt so die Leute mobben, weil sie, keine Ahnung, Level 5 sind oder keine Star Rider sind. Was sagen diese Leute? Ist es wirklich etwas Schlimmes? Ist es etwas Beleidigendes? Oder ist es einfach nur irgendwas, was gar nicht so schlimm ist, was vielleicht jetzt nicht unbedingt super mega toll ist und wir fassen das einfach nur als Mobben auf? Dabei ist es noch gar kein Mobben. Das ist eine Frage, die sollten wir uns stellen und die würde ich echt super gerne beantwortet haben, weil mich das sehr, sehr interessiert tatsächlich. Was sagen diese Leute? Das ist wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt und der Punkt natürlich, wie wir das auch auffassen. Ja, schwierig. Es ist generell immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir alle ja Sachen unterschiedlich aufnehmen. Wir denken verschieden darüber, wir fassen das generell komplett anders auf. Manche schlimmer, manche total locker irgendwie, die sagen, ach komm, das war doch überhaupt nicht schlimm, was ich gesagt habe. Ja, deswegen ist es natürlich schwer, da irgendwie ein bisschen zu urteilen. Und ja, Clubs, Mobben, Clubs, ganz oft schon gehört.
ganz oft in den Kommentaren schon früher gelesen, dass sowas öfter mal vorkommt, dass irgendwie ein Club ist, der es auf einen anderen Club abgesehen hat und den dann verfolgt und beleidigt und mobbt. Und ja, da stelle ich mir wiederum auch eine Frage, warum macht man das? Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Es will einfach nicht in meinen Kopf rein, warum man sowas nötig hat, andere oder ganze Clubs zu mobben. Verstehe ich nicht. Also wirklich, ich will es einfach nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, warum man sowas macht. Das ist doch total, ja, erstmal Lebenszeitverschwendung, so etwas zu tun. Ich meine, oder hat man nichts Besseres zu tun in seinem Leben, dass man sowas dann machen muss? Das kann natürlich auch sein. Oder hat man Langeweile? Ich weiß es nicht. Muss man sich austesten oder sonst irgendwie was? Muss man Grenzen kennenlernen? ja, keine Ahnung. Total komisch. Ich verstehe es einfach nicht, warum man sowas machen muss. Ich meine, jeder irgendwie möchte in Ruhe und Frieden spielen. Also hier geht es ja nicht um Leben und Leben lassen oder so, sondern es geht um Spielen und Spielen lassen. Weil es ist halt nur ein Spiel. Man sieht sich nicht persönlich. Und ja, da kann man die anderen doch in Ruhe lassen und einfach seine Klappe halten oder so. Und das verstehe ich einfach nicht, dass man sich da irgendwie aufziehen muss wegen irgendwas, wobei mir halt auch noch gar kein Grund einfällt, warum man das tun sollte. Aber auch wieder die andere Seite natürlich, sich mobben lassen. Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt auf jeden Fall. Denn auch so generell bei Spielen muss man sich gar nicht mobben lassen. Deswegen verstehe ich das auch nicht, dass das überhaupt passiert. Weil wenn ich jetzt hier so meine Levelrunde machen würde und irgendwelche Leute kommen jetzt hier zu mir gelaufen und schreiben mir irgendwelche Beleidigungen in Chat und sagen, Mandy, du doofe Kuh oder keine Ahnung, was die dann sagen, du bist total doof und bla, du bist echt furchtbar. Also erstmal sehe ich das dann gar nicht, weil ich nicht in den Chat schaue. Und zweitens, wenn das tatsächlich so sein sollte und ich das mitbekomme, kann ich sie entweder auf Igno setzen oder ich ignoriere sie generell. Also ja, man muss sich halt nicht mobben lassen. Das ist auch wieder so ein Punkt. Und wenn man sich nicht mobben lässt, dann wird das irgendwie für die Mobber dann auch irgendwann langweilig. Und dann hören die auch auf. Gerade in Spielen. Also es geht ja jetzt wirklich nur um Spiele. Es geht jetzt nicht um das Real Life, weil da ist Mobben um einiges schlimmer als jetzt hier in Spielen. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, finde ich, weil das viel, viel härter ist und viel, viel schwieriger zu unterbinden als in Spielen. Und deswegen sage ich immer, lasst euch nicht mobben und an die, die mobben, warum? Lasst es doch einfach. Wir wollen doch alle nur in Ruhe irgendwie die Zeit hier in der Freizeit verbringen und da gar nichts weiter Schlimmes erleben, sondern eigentlich nur abschalten und ein bisschen Spaß haben. Und ja, das sollten vielleicht alle so ein bisschen zu Herzen nehmen, finde ich zumindest. Genauso wie in Horse Riding Tales wurde mir jetzt auch schon des Öfteren in die Kommentare geschrieben, dass sie im Chat gemobbt werden. Ja, warum wird man im Chat gemobbt? Also erstmal, gerade so in Horse Riding Tales, da ist der Chat so unglaublich versteckt irgendwie. Also zumindest bei mir. Ich muss halt den Chat extra anklicken, damit der komplett angezeigt wird. Aber der wird gar nicht so im Spiel generell angezeigt. Ja, den sehe ich doch eigentlich gar nicht so viel, den Chat. Den kann ich doch auch einfach ignorieren und ich muss ja auch nicht chatten und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, man muss da vielleicht auch irgendwie ein bisschen drüber stehen, wenn da irgendjemand anfängt, so unfreundlich zu werden wegen keinen Grund oder so. Und vor allem der Grund immer, weil man ein niedriges Level ist. Das ist, ich weiß nicht, das ist einfach witzhaft, das ist lachhaft sowas. Also da muss man sich auch gar nicht irgendwie ärgern, wenn jemand deswegen irgendwie jemanden mobbt oder sich lustig über den macht. Denn ist das nicht mal wert, den irgendwie Beachtung zu schenken oder ja dazuzuhören oder das auch nur irgendwie ernst zu nehmen. Sondern es ist einfach nur lachhaft. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Man kann das nicht ernst nehmen. Man sollte das auch nicht ernst nehmen. Ich weiß, es ist bestimmt manchmal schwierig für Leute, das
nicht ernst zu nehmen oder das zu ignorieren. Aber das sollte man schon vielleicht ein bisschen trainieren und versuchen, sowas einfach nicht mehr zu sehen. Weil das ist es auch einfach nicht wert, sich da irgendwie runterziehen zu lassen wegen irgendwas, was überhaupt nicht relevant ist. Was eigentlich gar keine Bedeutung halt hat, für dich selber auch. Wenn andere sowas sagen, die dich ja gar nicht kennen. Und die auch gar keine Chance hatten, dich irgendwie zu kennen. Und ja, generell, übers Internet ist es halt schwierig, überhaupt jemanden so richtig kennenzulernen. Von daher, nimm das alles nicht so schwer. Lass dich nicht mobben. Und hab ein schönes Spielerlebnis. Ja, anders kann man das eigentlich nicht sagen. So denke ich das zumindest. Ja. Ich glaube, das ist schon fast alles, was ich zu dem Thema sagen kann. Weil das auch wirklich so irgendwie das Wichtigste ist. Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall das Wichtigste, was ich da jetzt gesagt habe. Und ich hoffe wirklich, dass es irgendwann in den Spielen besser wird, dass man aufhört, andere irgendwie runterzumachen oder schlecht zu machen wegen irgendwas, was ja auch irgendwie von den Haaren herbeigezogen ist. Sagt man das so? Ja, mit den Redewendungen habe ich es manchmal nicht ganz so. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist doch viel schöner, ein harmonisches Miteinander und zusammen Spaß zu haben, zusammen zu leveln und sonst irgendwie was zu machen, anstatt sich irgendwie runter zu mobben, schlecht zu machen oder halt sich auch verteidigen zu müssen. Muss man nicht, am besten alles ganz entspannt immer. Und yay, wir sind Level 12 geworden. Sehr schön. Ja, das finde ich ja mal sehr, sehr schön. Ja, heute ein etwas kürzeres Video dazu. Eigentlich dachte ich tatsächlich, dass es sein könnte, dass das Video länger wird. Aber zu dem Thema muss ich sagen, habe ich jetzt echt für mich irgendwie alles gesagt. Ihr dürft da wirklich sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Erlebnisse schon gehabt habt. Das ist eine komische Redewendung jetzt von mir hier. Aber egal. Ja, was für Erlebnisse ihr schon hattet, wie ihr zu dem ganzen Thema überhaupt steht, das würde mich auch sehr interessieren. Wie gesagt, es geht nur um das Thema Mobbing im Spiel. Nicht um draußen in der realen Welt, sondern nur im Spiel, in Star Stable oder in anderen Spielen natürlich auch. Wie geht ihr damit um? Findet ihr es super schlimm oder sagt ihr so wie ich, so ignoriere es doch einfach, man muss sich überhaupt nicht ärgern lassen. Und alle, die versuchen, jemanden zu mobben in Spielen, die sind sowieso, ja, also die braucht man gar nicht beachten. Die sind es auch gar nicht wert, beachtet zu werden. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Einfach alles mal reinschreiben und da bin ich super, super gespannt, was da so bei rauskommt. Ob wir vielleicht noch ein bisschen in den Kommentaren diskutieren können oder ihr auch untereinander diskutieren könnt. Das wäre natürlich auch super, das ist ja auch ganz, ganz häufig. Finde ich sehr, sehr toll. Und ja, damit würde ich schon sagen, sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time.